Hallo und herzlich willkommen. Ja, eigentlich wollte ich euch heute die erste Stunde in New World zeigen, aber leider, leider hat Amazon etwas dagegen. Folgendes ist passiert: Man konnte das Ganze gestern als Preload vorab schon mal downloaden. Und ganz ehrlich, Amazon wusste, wie viele Spiele sie verkauft haben. Also ich gehe davon aus, dass das Folgende nicht mit irgendwelchen Serverleistungen oder zu wenig Servern zu tun hat. Ansonsten ist es reine Dummheit. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen von den Anbietern. Folgendes ist passiert. Ich habe mich heute Morgen um 8 Uhr, das ist jetzt mittlerweile 3 Stunden her, versucht einzuloggen. Das hat auch soweit geklappt. Ich konnte meinen Charakter erstellen. Ich konnte in die Welt reingehen, beziehungsweise meine Welt aussuchen. Und dann, ja, begann das erste Problem. Und zwar hatte ich erstmal eine Warteschleife von knapp 8000 noch was, wo ich mich sehr darüber gewundert habe, weil so ein uraltes System mit Warteschlangen und so weiter kenne ich persönlich jetzt gar nicht. Und danach ist es dann weitergegangen, dass das Ganze innerhalb von knapp 2 Stunden runtergegangen ist auf Ende 6000 oder nee, Anfang 6000 waren es, glaube ich. Und dann, ja, nochmal eine ganze Weile später habe ich nochmal nachgeschaut, ob sich da jetzt irgendetwas getan hat. Und ja, es hatte sich etwas getan, nämlich hatte ich 4000 Plätze mehr drauf. Ja, ihr habt richtig gehört, mehr. Das heißt, ich war bei knapp 10.000 Plätzen Warteschlange mittlerweile angelangt. Ja, sollte man normalerweise nicht erwarten. Normalerweise geht man ja davon aus, dass zumindest die Plätze sich minimieren und nicht mit der Zeit maximieren. Letzten Endes gab es dann einen Shitstorm, so wie ich es mitbekommen hatte, im Forum und auf öffentlichen Seiten. Und ja, es wurde von einigen Spielern natürlich als Meckern oder Heulen oder ähnliches angetan. Das sind vermutlich dann die Kinder, die jetzt eigentlich in der Schule sein sollten. Jedenfalls ist das Ganze schon sehr, sehr negativ aufgefallen. Ich möchte mich jetzt nicht weiter darüber beschweren. Ich dachte schon, dass es Probleme geben würde am Eröffnungstag. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass man, naja, zumindest vorläufig gar nicht ins Spiel reinkommt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so veralterte Zustände sind für ein Spiel, was brandneu rausgekommen ist. Weil, ich meine, klar, es gibt einige Seiten, die es geschafft haben, dass sie keine Probleme damit haben, wenn sie unterschiedliche Server anbieten. Aber in der Regel wird es ja so gemacht, dass man eben keine unterschiedlichen Welten hat, sondern dass man sich einloggt und ja, online ist. Also da kenne ich jetzt normalerweise bei keinen MMOGA Probleme damit. Und ja, Amazon hat einen anderen Weg gewählt, hat die Quittung dafür bekommen. Mal sehen, was noch aus dem Spiel wird, aber ich wollte euch schon mal warnen für alle, die sich vielleicht darauf gefreut haben oder für alle, die überlegen, New World zu kaufen. Ich kann euch derzeit absolut nur davon abraten. Macht es lieber erstmal noch nicht, wenn ihr es nicht schon gekauft habt. Und wenn ihr es gekauft habt, kann ich euch nur raten, wartet erstmal zumindest die ersten Tage ab, vielleicht auch Wochen, man weiß es nicht, bis das Ganze sich stabilisiert hat. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir noch mal nach. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich werde natürlich schauen, dass ich für euch zumindest noch ein wenig Spielzeit hinbekomme. Wann ich es schaffe, weiß ich nicht, weil nachts kann ich leider nicht rein. Da werde ich definitiv schlafen, weil ich morgens immer früh aufstehen muss. Und ja, mal schauen. Sollte ich es hinbekommen haben, werdet ihr auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Videos von mir sehen von der Zeit in New World. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Charaktererstellung, dass ihr die zumindest schon mal sehen könnt und schon mal die Serverliste sehen könnt. Und bis zum nächsten Video. Okay, also was schon mal sehr negativ ist, dass man die
Bevölkerung Mittel, okay, also da ist quasi fast nirgendwo etwas, was niedrig ist. Das ist schon mal sehr negativ. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir nach Ravenal gehen. Das ist nämlich unter anderem ein deutscher Server. Okay, das ist schon mal sehr negativ. Man darf nur einen Charakter dort haben. Wenn du in einer anderen Vanaheim-Welt spielen willst. Oh je, oh je. Okay. Also das ist sehr, 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 sehr negativ, was Amazon sich da ausgedacht hat. Geschichten, die du gehört hast, erzählen nicht die ganze Wahrheit. Die Insel ist in der Tat ein legendärer Ort. Hier liegt Macht und auch Reichtum verborgen. Aber die, die vor dir gegangen sind, sind einfach verschwunden. Man hat nie mehr von ihnen gehört. Ich habe den Wahnsinn gesehen, der über die Mannschaft gekommen ist. Das war schlimmer als alles Böse, das die Welt bisher gekannt hat. Wie ich überlebt habe, weiß ich nicht. Der Inhalt dieser Kiste stammt nicht von dieser Welt. Er wird dich zu deinem Ziel führen. Wo auch immer das sein mag. Dann geh, Kapitän. Plane deinen Kurs und dein Schicksal. Ich werde für die Seelen deiner Mannschaft beten. So, das ist dann wohl die Charaktererstellung. Was schon bezeichnend war, dass dieser Teil hier etwas schärfer war als das Video selber. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Ich werde mir jetzt erstmal einen Charakter erstellen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, also ich hoffe, dass Amazon sich da in Zukunft noch sehr viel mehr einfallen lässt. Also man kann nicht allzu viel machen. Ich zeige euch das kurz. Körperbau entscheidet nur zwischen männlich-weiblich. Beim Gesicht gibt es immerhin einige Unterschiede, aber die meisten, naja, möchte man sicher nicht nehmen. Die Hautfarbe kann man ein wenig einstellen und das Einzige, wovon ich begeistert bin, ist die Haarfarbe. Die hat nämlich wieder das Lila, was ich so sehr begehre in Spielen. Die Frisuren sind so, naja, es gibt leider auch keine wirklich langen Haare, es gibt nur schulterlange Haare, beziehungsweise die wären wohl länger, wenn sie nicht so toupiert wären. Also es gibt, doch hier, die sind ein bisschen länger, aber die sehen halt eben auch komisch aus, weil die so angeklatscht sind. Gesichtsbehaarung kann man sich nur einstellen, sprich, wenn man einen Bart tragen möchte. Die Augenfarbe, das ist okay, da braucht man ja nicht so viel. Merkmale, das sind dann Hautirritationen, die man einstellen kann. Narben kann man sich einige einstellen, aber Tattoos, naja. Also die beschränken sich wirklich rein aufs Gesicht und bei einigen sieht man wirklich aus wie ein Clown. Deswegen denke ich mal, dass das eher nicht so häufig verwendet wird. Dann habe ich hier oben noch gesehen, es gibt noch die Identität. Da kommen wir dann hoffentlich jetzt zu, wenn wir auf Weiter klicken. Achso, das ist dann nur der Name. Sollte auch richtig schreiben. So, dann erstellen wir den Charakter. Es gibt keine Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Ja, das dachte ich mir schon. Das haben andere Spiele halt eben besser gemacht.